Wenn da nicht das Kuchen bei wäre. Wenn da nicht das Kuchen bei wäre. Jetzt habe ich Kuchen hier am Bobschutz. Auch gut. Lecker Kuchen am Bobschutz. Aber übrigens schmeckt da gut. Übrigens schmeckt da gut. Sehr schön. Ach, jetzt ist er wieder da, der Gutzi. Jetzt ist er wieder da. Okay. Ja. Ich kümmere mich gerade noch um dies und jenes. Und bin dann gleich wieder da. Das sind jetzt 5 Minuten oder so. Also, genieß das Bildchen da. Und, währenddessen hört er vielleicht noch Hintergrundmusik. Alles cool. So, eben das Wichtigste gemacht. Katzen gefüttert. Ja. So, jetzt kann auch ich hier an Zucker anhalten. Ich habe hier eben noch meinen Kuchen. Ja. Kann den eben noch genüsslich anfangen. Das ist wieder Kalorienbombe. So. 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 Jetzt geht's weiter. Mal eben meinen eigenen Kackstream hier ausschalten. So. Ich will mich ja nicht selber sehen. Oh, es schmeckt gut. Schmeckt gut. So. Sektenkorb. Es Whispercraft Crusters. Sektan hat schon wieder einen neuen Mod rausgebracht. Okay, der Stream ist beendet. Ich muss nachschauen. Nein, Spaß. Ey, der Typ, ne? Der geht ja merge ab. Mega ab. Ich mag den. Total.
So, wir machen einfach mal eine nächste Runde weiter. Hungersnot. Truppen desertieren. Sehe ich das richtig, dass Neapel gerade unbewacht ist? Oh. Da war eine Klosche mit drin. Wie geil ist das denn? Nice. Siegchance hoch. Geil verkraften. Haben wir Odins Speere. Wie viel haben wir denn verloren? 3000. Ja. Ciao, ciao. Ich mache ja aber auch eine Schweinerei, ne? Ich habe mit den weisen Frauen gesprochen und sie alle reden von einem Abkommen. Und unsere Ältesten sehen Größe in... Gut. Aber nur, weil wir ein Handelsabkommen haben. Aha. Ketos, Herr der Tiefe, verlangt das Fleisch Sterblicher. Zerstört die feindliche Flotte, damit er besänftigt wird. Die Winde der Rache, gallische Konföderation. Ja, nö, klar. Immer. Ja, aber sehe ich das richtig, dass hier gerade Neapolis unbewacht ist? Also, mehr Einladung kann es doch wohl nicht geben. Und weg die Kehle. Ich erwarte eure Befehle. Neue Militärtradition. Oh. Oh. Rekruten. Das wäre ja schon mal was. Kavallerleichten und sehr leichten habe ich kaum. Für Kavallerie unterhalt. Der aller Landeinheiten plus 8 Moral für. Das ist gut. Barrikaden. Macht ich gerade eh nicht viel. Ich mach mal das mit Moral und weniger Unterhalt. Das finde ich relativ gut. Mist. Aber den kann ich sowieso erstmal abreißen. Ich mag keine Häfen. Komm Nahrung hin. Jetzt haben wir wieder 9 Nahrung instant. Schön. Ich mache immer das Hornmacher-Ding, weil das bringt mir noch mit öffentlicher Ordnung. 3 öffentliche Ordnung. Aber in der nächsten Runde kann ich hier Provinzerlasse ausstellen. Geil, oder? Finde ich auch. Ich kann hier übrigens einsehen. Ich sehe, dass er nur hier hinten wieder Truppen hat und sich sammelt. Das ist relativ interessant. So. Ihr wartet hier, bis ich den Kuchen aufgegessen habe. Nein, Gutzi, du bekommst keinen Kuchen. Kuchen ist nur für Leute, die ihn verdient haben. Na? Ey, warum habt ihr geschwunden? Ach so, weil wir nicht irgendwann halten können. Ja, die denken immer noch, wir haben Nahrungsmittelknappheit, was natürlich nicht der Fall ist. Aber die denken das halt alle. Und deswegen gibt es da jetzt wohl ein paar interne Zwickereien. Mal kurz eben, muss ich mal kurz aktualisieren. Einfach nur. Weil Twitch ja auch Streamqualität anzeigt. Zeigt immer hervorragend an. Ich verstehe es nicht. Weißt du, was... Naja. Pause. Ist da wieder Pause nicht, oder was?
Ich will meinen eigenen Stream nicht abspielen. Pause! Danke, jetzt kriegt das geschitten. So, welcome to the Chatroom. Chatroom ist auch wieder clear. Schade. Egal. Ich kann mich ungefähr erinnern, was noch war. So. Rugion und alle anderen passen. Ei, ich kann hier aufrüsten, ne? Minus 4 Nahrung schon wieder. Oh, schon wieder. Kann ich hier? 6 öffentliche Ordnung. Und was bringt er mir an öffentlicher Ordnung? 6 öffentliche Ordnung. Das heißt, ich kann. Ich könnte. Hab ich aber nicht. Schade. Haben die gerade keinen Bock mehr auf den Kuchen? Ich suche gerade einen Ort, wo ich den abstellen kann. Ich habe einen Ort gefunden. Der Ort ist neben mir. Ich muss nur einmal durchspülen. Da ist er. Ein unknown product. Schleißbrühe! Wenn ich hier mit der Maus ziehe, dann mag er das nicht. Merke ich gerade. Zweimal Tor. Das ist wieder 4 Nahrung, aber in Ordnung. Und sie ist wichtig. Nämlich plus 20. Verborgener Agent. Okay, Rang erhöht wollen wir erstmal. Für den Allerhöchsten. Ah, was kann sie denn noch so, die Gute? Jetzt Hingabe, Attentat, Autorität, Geheimaktion, Hingabe. Ach, das ist gut. Minus 2 Hingabe für den General der gegnerischen Armee. Wieder rekrutiert. Ach, schon wieder 8000 kriege ich jetzt pro Runde. Das ist alter Schwede. Rebellion wollen wir uns aber erstmal zugute führen. Ach, die Etruskische Liga existiert wieder. Schau mal an. Die Etrusker. Kleine Geschichtsstunde. Die Etrusker waren das erste italische Hochkulturvolk. Und nach neuesten Erkenntnissen haben sie den Römern im Grunde alles beigebracht, was die architektonisch dann bewerkstelligt haben. Und die Etrusker waren insofern besonders, dass die ihre Städte in Stein gemeißelt haben. Das heißt, es gibt so in Italien so eine Schluchtenstätte praktisch. War das, glaube ich. Und kann man schwer beschreiben. Muss man sich mal zugute führen und einfach mal googeln. Nur durch mein Stream gucken, da heißt es noch lange nicht, dass du jetzt instant einen Kuchen gespawnt kriegst, Rutzi. Wenn ich so an die Vergangenheit denke, was du da so verbrochen hast, so angestellt hast, dann glaube ich, musst du noch ein paar Mal öfters schauen, bevor da irgendwo ein Kuchen auch nur in Sichtreichweite ist. Ja? Das mag jetzt schon was heißen. Ich bin herrlich böse, ne? Ja. 2000 brauche ich. Warte mal, Freund. Mist. Aber bringt mir doch eigentlich was ganz Gutes. Warte mal, ich vergleiche mal kurz. 8 Nahrung, 3 öffentliche Ordnung pro Runde, 4 Wachstum. 8 Nahrung, 3 öffentliche Ordnung pro Runde, 4 Wachstum. Ah, stellt keine Garnison bereit. Das ist natürlich blöd, haben wir nur 4 Truppen hier drin stehen. Müssen wir die Armee doch glatt hier lassen. Diese gallischen Hunde hier. Ich sehne mich nach einem Kampf. Ist ja cool hier. 17 habe ich noch. Oh, ich muss aufrüsten. Haha. Armee ein bisschen aufstocken. Machen wir noch einen von denen mehr. Einen von denen mehr. Und nochmal ein Keulenherbanner. Jo, dann haben wir wieder ein bisschen Armee aufgefrischt. Hier. Postumina Scapula. Verpuller dich. Hast du nichts zu suchen.
Bereit zum Kampf. In Sorba ist auch alles grün und im aufsteigenden Plus. Sehr schön, sehr schön. So, ich kriege nochmal öffentliche Ordnung weniger 2. Schadet jetzt aber nicht. Da könnte auch eigentlich endlich mal fertig sein mit Rekrutieren und da reingehen. Ja, sie gest ja. Ja, dann haben wir hier unten in der Ecke eigentlich soweit alles befriedet. Na. Also so mit dem Rechts-Links-Scrollen, das mag er irgendwie nicht im Stream. Wenn ich jetzt hier rauf gehe. Das liegt irgendwie am Mauszeiger. Das liegt irgendwie am Mauszeiger. Ah, muss man nicht verstehen, wa? Wir gucken übrigens mal. Imperium Stufe 4. Je größer eure Fraktion wird, desto problematischer gestaltet es sich, alles unter Kontrolle zu behalten. Expansionspolitik minus 5 auf Diplomatie mit allen Fraktionen. Plus 10 Strafe auf öffentliche Ordnung durch lokale Anwesenheit fremder Kulturen in alle Provinzen. Winziger Anstieg vom Einfluss pro Runde für eure politische Partei. Plus 24% politische Aktionskosten, plus 6% Auftreten politischer Vorkommnisse, plus 5% Korruption in euren Provinzen. Soll jetzt erstmal nicht so stören. Wir schauen aber mal, ob wir hier irgendwas machen können. Wir könnten hier einen General auf unsere Seite ziehen von den anderen Stammesführern. Er wurde engagiert, arrangiert und Kräfteverhältnis überwunden. Und den können wir mal adoptieren. Und damit müssten wir eigentlich theoretisch ja, von allen respektiert, vielleicht sogar gehört. Danke. Vielleicht sollten wir mal irgendwie. Also ich meine in. Ah. Vrakion. Ich mag den eigentlich, den Klodokar. Den mag ich eigentlich tierisch. Yes. Habe ich auch zum ersten Mal gerade gemacht, übrigens. Was ist bei dem nächste Stufe? 3 Steuerersatz, lokale Provinz, Gravitätsprobe, nächste Stufe. Carlas. 6% Steuersatz, lokale Provinz, 2 Gravitas pro Runde. Was soll's? Ich schmuggle den einfach an allen Ämtern vorbei. Warum nicht? Frijas. Frijas. Er steppt hier durch. Haben wir den hier sogar? Nee, das ist Karl. Das ist der Karl. Oh, es geht nicht mehr weiter. Nächste Stufe, Vinitz. Kenne ich nicht. Hab ich noch nie gesehen, die Typen. Bum. Sichere mir jetzt erstmal ein bisschen mehr Einfluss. So langsam geht's auch hoch. Nee. Warum soll ich den scheiden lassen? So, Clodoma hatten wir gerade, ne? Den hatten wir. Den können wir nochmal. Gerulf. Ja, Leute, fürchtet euch davor, wenn ich mal Geld für politische Intrigen habe. Und nochmal. So, den können wir nicht befördern. Reicht mir aber auch. 50% von den Stammesoberhäuptern Einfluss. 1100 kostet das nächste. Kann ich vielleicht in der nächsten Runde machen. Mal gucken. Mal schauen. Setzt euch um die
Gut, wir machen einfach mal die nächste Runde. Rom greift bei Neapolis an. Na doch nicht. Ich dachte. Syrakus. Motivierte Bevölkerung in Illyrien. Sehr schön. Können wir ja gleich nochmal, ich weiß nicht, wie viel öffentliche Ordnung da existiert, wenn ich die Leute abziehe. Lassen wir es mal so. Krieg erklärt Piktonen den Karnuten. Einer von beiden werde ich nicht mehr behandeln können. Ermutigte Bevölkerung in Cisalpina. Fischerhütte. Feindliche Armee zieht sich zurück. Tiberius Sextilius Catulus. Ja, schön. Quartiermeisterbericht. Fraktion vernichtet, die königlichen Skythen wurden endgültig ausgelöscht. Ist auch schön. Unzufriedene Bevölkerung in Italia. Das glaube ich ja kaum. Wir haben ja plus 14. Und bald. 7 Nahrung, 4 Nahrung. Machen wir hier mal. Die haben wir schon. Dann machen wir hier mal Pferdchen. Stellt auch Garnison bereit. Ist relativ gut. Und hier 2 öffentliche Ordnungen. Ja, das ist kacke. Wir brauchen jetzt mal alle Ordnungen, die ich kriegen kann, um das hier alles hochzudrücken, bevor die nächste Rebellion kommt. Ich habe gerade gallische Konföderation gelesen. Ich dachte, what the fuck? Habe ich was verpasst? Nein, zum Glück nicht. Ja, und die haben. Die sterben da vor sich hin. Meinetwegen. Für den Stamm. Ja. Krieger. War das alles? 5. Sehr schön. Ich habe nur ein feindlich angrenzendes Territorium. Das ist das hier. Und das werden wir uns gleich mal. Auf geht's. Ansehen. Wir suchen Schutz. Wir werden eine Begutachtung durchführen. So. So. Nächste Runde. Jetzt kommt Rom aber. Ich will doch nur ein Bündnis. Seleukiden. Ich habe ja nicht nach einer Hochzeit gefragt, oder? Ein alter Drache als Schwiegermutter gehört. Eure Worte verbannen. Warum nicht? Den. Der Chimera. Syrakus. Drangiana. Die gibt's auch immer noch. Schau an. Persien existiert auch noch. So. Ein barbarisches Dorf. Handelsepodium, Stammesindustrie. Ich hätte gern Stammes eigentlich. Obwohl, Handel ist wahrscheinlich sinnvoller fast. 5 Nahrung, nö. Oh Gott, mal nicht. Nahrung, öffentliche Ordnung plus. Können wir machen. Baubericht. Roma Amnitius, Neapolis, ja. Motivierte Bevölkerung in Sabina. Truppensammlung meiner verbündeten Freunde. Alles klar, wenn ich die jetzt hier kurz überwintern lasse, wenn ich den nächsten Zug alle hier hinziehe, dann schaffe ich das auch. Dann habe ich auch genug Truppen dafür. Besorgte Bevölkerung. Italia. Das kann doch gar nicht sein. Plus 18. Moral. Öffentliche Ordnung meine ich. Moral sage ich dort. Plus 18 öffentliche Ordnung. Und die beschweren sich. Colin Herbanne. Den Fütterer der Adler.
plus 26 sind sie jetzt. Nice. Verborgener Agent. So, in Patavium ist die Notfallarmee, falls hier nochmal was passiert. Und auch Arminium dann besser zu schützen, schnell zu schützen. Als nächstes werde ich mir schauen, ob ich mir Brundisium greifen kann. Wobei, ich könnte mir jetzt Cosentia auch holen, ne? Was mache ich, wenn ich meine Leute abziehe? Plus 11 noch. Ich würde sagen, Cosentia. Und das machen wir mal wieder manuell. Muss einfach sein. Und diesmal machen wir keinen Nachtangriff, sondern ein schönes Taggefecht. Was haben wir da? Vigilis und Legionäre nur. Sehr schön. Eine Straße mittendurch. Und machen wir so. Aufstellung starten. Er zittert vor uns! Nicht so die Formation! Sieht's aus. So, die können wir alle so beibehalten, wie sie sind. Müssen wir nichts ändern. Sind sich sowieso zurück, das ist doch gut. Er kann fast alle Truppen nicht sehen. Finde ich ja schon mal schön. Dann merkt er auch zu spät, wann sie hier wo rumgehen. Aber ich kann seine dann auch nicht mehr sehen. Das ist ein bisschen doof. Das heißt, wir machen mal so. Er uns doch tatsächlich auch nicht sehen können. Aber er stellt sich ungefähr darauf ein. Er weiß ungefähr, in welche Richtung der Kuchen geschnitten wird. Haben wir die Vigilis, mittlere Speerinfanterie. Das sind die Legionäre. Da sind Plebejer. Plebejer. Wo sind die Legionäre? Nicht sehen, das ist gut. Aktiv. Lass sie mal langsamer laufen. Sonst werden die so schnell erschöpft. Frisch, die sind nämlich nur noch alle aktiv. Und nur noch teilweise frisch, weil schwere Rüstung und sowas. Ist dann halt nicht so fein. Sogar alle durch den Wald. Wenigstens ist Sommer und die frieren nicht. Das ist doch die Hauptsache. Ja, bald ist es geschafft. Ich lasse mal ein bisschen vorlaufen. So, jetzt sehen wir auch nichts mehr von denen. Die bewegen sich aber eh nicht. Kommt, 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 kommt. Bewegt euch. Alles steht. Dann stehen wir alle wunderbar.
wollten alle schon wieder losrennen. Das verbiete ich. Aha! Sehr schwere Nahkampfinfanterie. Woher wusste er, dass ich jetzt da ankomme? Sagt er mir das mal. Muss doch jetzt schon Furcht und Bange werden. Geistert Flanken gesichert. Nicht mehr lange, mein Freund, nicht mehr lange. Na dann. Müssen wir ein bisschen umdenken. Wenn die jetzt schon anfangen zu laufen. Unsere Truppen auch schnellstmöglich in Position kriegen. Ach, jawohl. Kann man nämlich die nochmal extra stellen. Gefällt mir nämlich immer nicht, dass die so weit hinten stehen. Sondern näher ans Geschehen. Statt dass der außen ist, kann der mal schön brav nach hier hinten. Und die sind als Rückendeckung. Rennt, ihr Verfluchten! Schwerter! Alle Gelbsucht hier, ey, die müssen wir zum Arzt. Ich zeig dir, wie sehr ich dich... Leicht unfair. Ist mir aber egal. So. Dann. Rigo, bereit! Beziehungsweise bis auf El Generale. So meine ich, sorry. Vertippet. Verdammte Tippex, vertippt. Wir rücken näher ran. Sind in Reichweite ihrer Bogenschützen. Wir legen auch los oder Steinschleuderer sogar. Ach nee, schon Speerwerfer, okay. Lenkelmodus übrigens mal aus. Ganz vergessen. Er druckelt schon wieder. Was ein Müll. Es liegt echt an der Maus. Ich verstehe es nicht. Wie behindert. Liga Germaniens! Ich will ihn aus. Setze ihn auf Gruppe 4. Aufgelöst! Dankeschön. An den Stolz im Namen Germaniens! Wir sind bereit! So. Sperre! Sperrkämpfer! Sperre! Sperre! Und die Sperre! Furchtlose Krieger! Speerbrüder! Kampfbereit! Und unsere Speere sind eure! So. Bodenspeere! Blattern! Wir haben einfach keine Chance. Bereit zum Kampf, bereit!
schönen Ohr hier, Mann! Ihr habt unsere Speere! Germanische Krieger! So, hinterher. Alle Mann hinterher. Die Krieger wollen Blut! Na, gewonnen? Ja, gewonnen. So simply, so clever. Fortfahren. Jugendliche! Hier geht's auch weiter. Brüder! Probiert euch zum Keil! Jetzt! Keilformation! Ihr habt unsere Speere! Ihr spaltet euch ab, jagt die. Ach, da ist schon die Linie. Das ist vollständig. Die sind weg. Ja. So muss es sein. 253 haben wir verloren. Na, dafür töte ich deren Gefangene. Das muss die Rache dafür sein. Eindeutig. In your head. In your face. Besser noch. Ja, meinetwegen kriegst du irgendwann Kuchen. Wärst du als Chat-Moderator nicht irgendwie zufriedener als mit Kuchen? Ist doch viel cooler als Kuchen. Oder nicht? So. Für den Stamm! Jawohl, für den Stamm. Wir bauen alles um und wir bauen alles um und wir bauen alles um, wir bauen alles um. Was ist das eigentlich? Theater. Abgerissen. So, hier läuft auch noch alles vorwärts. Ja, hier läuft alles vorwärts. Für den Stamm. So, der hatte nichts mehr. Wir warten jetzt eine Runde. Ey, ich bin fast bei 10.000 Einkommen pro Runde.
und das nicht cool ist. Außerdem, Gutzi, du kannst hier doch eben Kuchen holen. Ist ganz einfach. Du gehst irgendwo zu einem Großelternteil und fragst ganz lieb, oder du guckst einfach in den Kühlschrank, ob noch was da ist. Oder du tauchst dir was aus der Tiefkühltruhe auf. Kann auch sein. Oder du stellst dich nicht so an und gehst mal die 5 Schritte zum Bäcker nebenan. Das wäre sogar die sicherste Möglichkeit, dass du dann noch das bekommst, was du willst. Oh, ich sehe, da sind mehr Truppen eingetroffen. Mission fehlgeschlagen. Nö, brauche ich auch nicht. Eine Familie wünscht... Ja, kaum habe ich wieder Geld, dann wollen sie wieder hier so... Zack, weg. Nö. Adoption verhindern. Überglücklich, Inspirationslieder, Loblieder und so auf mich. Immer. Immer. Heindes Tür ausgebaut. Gute nordische Schreine hier nach Italien bringen. Ich hoffe, der versucht jetzt nicht wirklich mit den Truppen da irgendwas zu reißen. Zumal hier auch schon wieder alle aufgebaut sind. Und aufgebaut. Weiß, was ich meine. Zumal die alle schon wieder aufgestockt sind. Gepriesen sei der Allvater. Oh ja, gepriesen sei er. Niemand wird entkommen. Unser Pfad ist versperrt. Na? Der wir müssen diese Siedlung für den Stamm einnehmen. Nö. Wir machen eben... So muss das. So, er ist weg. Wir besetzen die Stadt. Ich erwarte eure Befehle. Ich dachte schon, was ist jetzt los mit ihm? Ah, Brundisium. Und dann können wir hier das Dorf machen und den Hain. Und weil ich würde hier ganz gerne Industrie reinknallen. Tagebau. Mach ich auch. Dann können wir hier alles umbauen. Rekrutierung von Sperrwall. Für öffentliche Ordnung. Hat gewonnen. Kriegen wir noch den Kriegsherrn? Was haben wir denn da? Vorratsgrube. Untergräbt die öffentliche Ordnung. Ach so, es ist erst Stufe 1. Alles klar. Das reißen wir ab. Da kommt dann wieder ein Heiligtum hin. Schau mal, Syrakus ist auch anwesend. So, 2x Römer vernichtet. Jetzt habe ich das Problem, dass die hier wahrscheinlich da irgendwo anlanden werden. Beziehungsweise mit Fußtruppen wahrscheinlich. Besagten Legio 6 Fidelis war das. Die werden da wahrscheinlich rankommen. Die Gallische Föderation geht mir auch auf den Keks. Deswegen machen wir sie hier am besten platt. Ja, ich locke meine Zuschauer mit Kuchen. Irgendwie muss man sie doch hierher kriegen. Hallo? Denkst du etwa durch mich oder durch das Spiel? Also, die wollen doch alle nur Kuchen. Aber den hab nun mal ich. Deswegen müssen sie zuschauen, wie ich den esse. Einer. Schade, sind vollständig. Sehr viele. Egal. Wir. Was war das? Hinterhalten und das war plündern. Warum beides nicht? Ich werde mit denen den Hauptangriff starten und werde die schon mal als Unterstützertruppe vorschicken. Aber, mir gerade auffällt, brauchen die am besten nochmal. Was ist das wieder? Das sind wieder Söldner Sperrbrüder. 32. Ich muss gucken, ob die höher sind als der 49 Odin. Dann nehmen wir Söldner Krieger. Das ist für gut für Nahkampf. Drückt ein bisschen auf die Kasse. Aber wait.
So, ich kann bis... Da kann ich ran. Bewegt euch, Männer. Bereit zum Kampf. Geronimo. Die Siedlung wird belagert. Wir werden diese Siedlung für den Stamm einnehmen. Mein Nachtangriff. Ach ja. Bei Nachtangriff kann doch keine Verstärkung rangeholt werden, oder? Ah, dann habe ich auch keine, ne? Ah, ist ein bisschen blöd. Das heißt, kein Nachtangriff und wir stürzen uns voll in die Betrouille. Die machen mir am meisten Sorgen eigentlich hier, die Söhne des Brennens. Gut, wir warten aber nicht. Das geht, glaube ich, in die Hose. Und ich habe eh meine Artillerie dabei. Ich kann die Mauer niederreißen. Dementsprechend kein Problem. Ach, ist das schön. Ist das schön. Zack, und CPU wieder auf 77 gesprungen. Nee, Nebel will ich nicht. Ich will klare, gute Sicht. Ich will... Yes. Ich dachte schon, jetzt kriege ich Regen oder so ein Quatsch. Wäre hässlich gewesen von meiner Artillerie. Die Artillerie steht bereit. Jawohl, das will ich hoffen. Jawohl, jetzt gehen die bis dahin. Dann kriegen die mal brennendes Geschoss, Bonus gegen Gebäude. Beziehungsweise Standardgeschoss ist eigentlich egal, der geht nicht so gut gegen Mauern. Sprengmeister! Stärkung kommt von da. Das heißt, ich werde hier meine Truppen aufstellen und das hier sind unsere Leitern. Das heißt, die hier werden Gruppe 3. Und wieder in meine Lieblingsreihenformation. Wobei ich die für fast nicht nötig halte, die Leiter. Das wäre mal was anderes. Fallen lassen. Nicht die Formation brechen! Nee, das lasst ihr mal schön, die Formation brechen. Das will ich nämlich auch nicht. So, eben noch einstellen, mit was die schießen, beziehungsweise den Kack-Plänkel-Modus aus. Sonst geht er mir wieder auf den Keks, der Plänkel-Modus. Das kann ich bei denen machen. Alles cool, alles cool, alles cool. Sagen schon mal, Gefecht starten. Konzentration des Feuers auf diesen Mauerpunkt. Feuer! Instant 88%. Kaputt. Als nächstes sind die dran. Aua. Prozent. Feindliche Mauer durchbrochen. Ich will die Nebenmauer nochmal mit erwischen. Je breiter die Schneise, desto besser der Angriff und das Eindringen. Das hat die Jungfrau auch gesagt. So. Und ihr seid in Gruppe 3. Mit eben derselben Formation. Eben jener derselben. Meister!
Ah, es war ein bisschen verkalkuliert wahrscheinlich. Aber nur mal bis hierhin. Ich glaube, sonst können mich die Bogenschützen erreichen. Und dann geht's auch schon weiter. Schwertmeister! Ach, die wollte ich gar nicht. Ich wollte die hier. Und los geht's wieder. Ja. So sieht's aus, wenn ich hier Mauern niederreiße. Berliner Mauer, ne, nix dagegen. Wieder schön was von ihren Einheiten weggemergelt. So. Komm. Schieß dagegen. Lass mal sehen, dass wir das kaputt kriegen. Ah, geht schon. Ah, es geht auch einigermaßen. Nice. Komm schon, Gegner. 60. Gleich ist es weg. Und noch einmal. So, ein bisschen blöd. Ich dachte, wir können hier. Machen wir mal Pfeilturm, dann treffen sie vielleicht hier auch mal gegen. Insta-Kill! Nein, hat er schon 32 Schaden. Wieder Pförtnerhaus, bitte. Und dahin fängt es auch an zu brennen. Schön. 71. Lang geht's nicht mehr gut. Ich weiß noch, wie das bei Shogun 2 war. Wenn das Ding dann auch angebrannt war, dann konnte man da auch wirklich... Hatte man selber auch gesehen, wenn man das kaputt gemacht hat und dann wieder angegriffen wurde. Dann gab es halt keine Chance mehr, da irgendwie das Tor dicht zu halten, weil das Tor dann halt... Huch, wo kommt die denn her? Ist ja süß. Blut der Schworene! Na gut. Ich bin ja irgendwo von der Seite rangelatscht. Nee, siehst du? Ha! Habe ich ja ganz vergessen, dass wir noch Seefeinde haben. Feinde zu Land und zu See. Könnte die theoretisch auch damit angreifen, wa? Aber das ist zu ungenau, das lasse ich. Instant 360 und instant tot. Nee, doch nicht. Komm schon, komm schon! Weg ist er. Dann mal die Mauer weg, bitte. Und dann könnt ihr auch mit Explosivmuni schießen. Oh, ist ja auch ein Witz, ne? Kleine Herbern-Truppen. So, wo können wir nochmal was raufballern? Könnt ihr das treffen?
bin ich sehr verbunden. Versuch das bitte mal für mich. Bogeneinheiten vom ersten Zug hier. Die können wir doch mal über die ganze Frontlänge verteilen, oder? Bewegung! Dann haben die einfach eine bessere Feuerreichweite. Potenzieller Attentäter. Ja, ja. Sei es nicht zu laut, BND hört mit. Wir gucken den Stream auch und wir werden nicht als Zuschauer gewertet, ne? Ne, da sollte er noch mal ran. Beziehungsweise da. Ich meine, die haben auch so schön viel Munition inzwischen. Munition 57 schon aufgerüstet. Instant kaputt hier. Instant, neues Lieblingswort. Habe ich mir Instant angeeignet. Das beweist wohl einfach eine Instagram-Störung. Diagnostiziere ich mir mal. Gut, sie weiß ja, wovon ich rede. So. Und weg ist er. Dann nochmal den Abschnitt und dann können wir auch in voller Breite da einmarschieren. Nächste Rutsche und weg ist er. Jetzt bitte umschalten auf explodierendes Geschoss. Und rein da. Wie schön, dass die hier schon automatisch jeden angreifen. Bis auf euch. Wollte ich euch eigentlich... Nein! Bis auf euch? Ich will nämlich eigentlich sagen. Guck mal, wer da hämmert. Dann gibt es noch euch drei. Und wenn wir jetzt die hier alle festgelegt haben, kann man sagen, guck mal, wer hier schlemmert. Beziehungsweise, theoretisch können wir euch hier oben irgendwo verteilen, wa? Könnte sogar fast reichen. Ach, die werden sowieso damit fertig, das ist ja nicht das Ding. Andererseits... Andererseits ist das Problem mit den Feinden hier an dieser Stelle am größten. Die alle nach hier hinten anlanden werden. Machen wir so. So, wie sieht's hier aus? Geht immer noch. Voran, also der Beschuss. Voll rein da. Gefällt mir sehr. Auch da voll rein. Gefällt mir auch sehr. Dass die immer noch so versuchen, den Tordurchgang zu halten, das ist, tut mir ja fast schon leid. Dass sie den da so kaputt gemacht haben. So, und die sind fast ausgelöscht. Und fliehen. Schon fit.
Sollen wir die mal vorrücken lassen? Und die auf diese Position hier mal vorziehen? Machen wir einfach mal. Bring jetzt einfach mal vor, weil die Zeit läuft doch ab. Noch 29 Minuten. So. Ist so schön. Ey, Vorsicht, Freundchen. Kein Kuchen, ne? Bin ich gestört hier. Wenn, dann bin ich gestört, aber geil. Muss man schon kennen, die Unterschiede. So, die löschen wir jetzt aus hier eben schnell. Ich kann mal versuchen, ob wir hier irgendwas hinkriegen. Nö, ach komm. Schießen jetzt weiter hier lang. Passt schon. Wie weit geht denn der Radius? Leider nur bis dahin. Schade. Alles klar, Feuer frei geht daneben. Heißt, Feuer frei einstellen. Lass das die Truppe erledigen. Und alle gehen rein da. Wie die Ameisen. Wie die Ameisen. Fällt mir. Aus, muss ich eine von denen fürchten? Nein. Alles so eine Niedrigbedrohung. Das da hinten. Ballistenbastei, aber falsch ausgerichtet. Sehr schön. So mag ich das. Auch falsch ausgerichtet. Sehr schön. Gefällt mir. Langbogen! Die Krieger wollen Blut! Okay, Langbogen werden jetzt mal umstrukturiert auf Stufe 4. Stufe 4, jetzt blaber ich auch scheiße. Nee, werden umstrukturiert auf Taste 4. Ja, jetzt. Naja, vorher gar nicht. So ein Schelm. Warte mal, Freundchen. Warum seid ihr denn hier so scheiße? Schwerhörig oder so. Langbogen! Bereit! Ritt aus, Kampf bereit! Bewegung! So. Weil nicht, dass hier von der Seite Überraschung kommt. Die haben dasselbe Ausladeproblem wie ich. Das finde ich schön. Machen wir das mal so. Und Branchpfeile bitte. Branchpfeile. Damit es einen schönen Branch gibt. Witz des Jahres. Schlafen wir hier die Knochen rein. So. Na, ihr da unten? Könnt ihr nicht vorwärts? Scheiße, oder? Kenn ich auch. Habt ihr mir letztes Mal auch beschert? Ich hab so gespielt, Grand Theft Auto 5. Jugendliche! Na, wann geht's los? Sag jetzt nicht, die haben keine
Ach, Kinnas, nein. Na, dann wollen wir was anderes mal probieren. Das geht auch nicht. Oh, ist das beschissen. Geschosse bereit! Beschissen. Lass sie mal ruhig anlanden und außer Reichweite von deren Pfeilschleuderleuten. Na, wenn mir das mal nicht deren Rückzug beschert. Weh, ihr zerstört euch jetzt selber, ne? Das hatte ich auch schon mal. Lasst es sein. Lasst es bitte sein. Oh, hier ist ja ein Kampf. Na, schau mal an. Furchtlose Krieger! Wir töten sie alle! Krieger! Wir Angriff! Germanische Krieger! Bereich sichern. Radimo! Anderen Bereich sichern. Bereich gesichert. Neuen Bereich sichern. Laden! Bewegt euch! So. Sperrkämpfer bereit! Blutgeschworenen! Bewegt euch! Langbogen! Ach, die haben ja alle Plänkel drin, wa? Ist ja blöd. Den natürlich vergessen rauszumachen. Wie immer. Jetzt nicht die eigenen Truppen torpedieren. So, zwei Söldnereinheiten. Ihr knöpft euch einfach mal die vor. Und schalte die aus. Vorwärts! Mal ein bisschen vorwärts hier. Schildwall! Jawohl, Schildwall. Sperrkämpfer! Ihr geht dann einfach mal dahin. Brennt, ihr Verfluchten! Ihr müsst hier nichts absichern. Aber geht hier trotzdem mal hinten mit ran. Um da einfach nochmal zu sichern. So. Ihr geht hier mit hin. Langbogen! Ihr fangt mal hier an zu torpedieren. Jäger ist verloren in den Schatzes. Was? Bewegung! Erzittert all uns! Nee, heute nicht, lass mal. So. Wir stechen ihnen mitten ins Herz. Na, das will ich hoffen. Dann machen wir nämlich... Riga! Sie haben keine Bogenschützeneinheiten mehr, ne? Dann kann ich hier beruhigt... Kann ich hier beruhigt meine Einheiten drapieren. Handelt stolz im Namen Germaniens. Germaniens! Tatus Logo! Langbogen! Och, die sind fast leer. Jäger! Ist ja blöd. Kommt die nochmal? Bewegung! Riga! Sperre bereit! Dann machen wir hier mal auch dicht und nehmen gleichzeitig die Türme ein. Ich seh doch da Einheiten. Befehle! Ja! Schwere Nahkampfkavallerie. Keltische Iberius oder so.
Wales in der Forst. Nee, ich glaube eher, du bist der Horst. Ich traue mich nicht zu fragen, wo die Einheit ist. Spiel? Ah, okay. Wird schon. Wir töten sie alle! Für den alten Vater! Oh, ich habe meine eigenen Einheiten. Okay, toll. Schon wieder. Oh, wie dumm. Jetzt! Irgendwie versuchen die anzugreifen. Oder stehen die irgendwo hier hinten? Nein, sollten sie eigentlich nicht. Zielen! Soll ich die Schlacht jetzt beenden? Soll ich die Schlacht jetzt... Oh, es funktioniert. Knapp daneben ist auch von Nein, ne? Yes, einmal getroffen. Ich will nicht Brennendes, ich will Dingens hier, ne? Das ist aber auch effektiv. Muss man ja sagen, ne? Ach, die geht schon unter. Ja, die geht schon unter. Ist ja schön. Ach, die sinken auch schon. Oh, ist das schön. So blöd, wie ich denke, oder? Mal wieder explosiv. Ohne meine eigenen Leute wegzuballern. Sterbt doch jetzt alle, los, sterbt. Ach, jetzt haben sie es. Das alte Vater! Jo, das war ein Durchschlagstreffer wahrscheinlich wieder. Jetzt treffen sie gar nichts mehr, das heißt, sie sinken schon. Dann lass die sinken. Ist Munitionsverschwendung. Munitionsverschwendung. Würde ich nicht. Würde ich einfach nicht. Ich klappe das Ding mal wieder ein und stört das hier nicht so. Ich kann auch mal weg. Hier. Nahkämpfer bereit. Zwei Truppen. Die ganze Zeit immer noch am nervösen Gucken, ob das jetzt wieder ruckelt und zuckelt. Wenn ich immer vergesse, die Maus auf dem Bild zu machen. Langbogenjäger! Kriegt er hin, wa? Hin, oder? Dass er die mal ein bisschen ärgert. Odin wacht über
Genau. Die dahin. Ja, auf sie drauf! Auf sie drauf! Ach, wenn wir den General töten, dann haben wir das auch wieder. Ziehen sie sich offensichtlich von selber zurück. Das ist schön Clipping-Fehler hier. Herrlich. Brauch mehr Schussfläche. So. Sehr schön. Jo. So, rettet euch nicht vor meinen Pfeilen. Krieger bereit. Ich kann die übrigens mal vorziehen, die Pfeile. So. Hier müssen wir hier sichern. Ich will da nämlich was machen. Ach, das kann ich gar nicht bewegen. So. Das Heiligtum wird eingenommen. Dann machen wir halt einen Punktesieg. Wenn es denn nicht anders geht. Ja, ich hab Befehle für die. Ach, zwei sind das, okay. Für den alten Vater! Zum Kampf bereit! Züge! Ach, das ist schön hier. Sperre! Schützt euch! Niedrige Bedrohung, aber die sind trotzdem ordentlich in mich reingerannt. Da sind auch gleich am Hintern. Pass auf! Das sind jetzt die hier. Ich guck da gleich wieder nach. 89? Schildwald! Jetzt! Sehr schön. Oh, warte, nee, das ist hohe Bedrohung. Ihr bleibt hier hinten zurück. Wir sind der Forst. Sie werden für uns bluten. Krieger! Schwere Nahkampfwände. Außer wird schwer. Ach, Generaleinheit wahrscheinlich. Okay, verstehe. Wir hungern nach Blut und Kampf. Ah, nee, das ist eine andere Kampfwände. Schade. Ich dachte gerade. Krieger! Komm, komm, komm hier rein. So. Ach, wir sind immer noch im Turmradius drin, ist schade. Ich dachte, ich könnte da raus. So, nur noch 11 Minuten. Das ist der nächste Siegpunkt, der ist da oben, wo sie stehen, alles klar. Infanterie! Eine Infanterie. Hier hin, zweite Infanterie. Einmal bitte auslöschen. Was haben sie denn hier gemacht? Ach, alle gemetzelt. Okay, verstehe. So, was geht bei meiner eigentlichen Hauptarmee?
Ja, tut sich nicht viel, wa? Ziemlich blöd. Ziemlich blöde. Gut. Ist hier irgendein Punkt? Siegpunkt oder so ein Quatsch? Nee. Das ist völlig unnötig an der Stelle. Dann. Krieger, Germanien! Sehr schwere Nahkampfkavallerie. Ach nee, das sind Bogenschützen, ne? Nee, ihr wartet hier brav. Die haben noch Bogen. Die haben noch ein paar geringfügige Pfeile. Oh, ich dachte gerade echt, hier von hier hinten kommt gerade Beschuss. Bin ich gerade echt der Meinung. Weißt du was? Ich hätte an deren Stelle hätte ich hier oben irgendwas eingemauert. Da käme doch niemals jemand hoch. Aber vielleicht waren deshalb die Mauern überfüllt. Na egal, weiß man ja nicht. So. Ihr wertlosen Hunde. Alle rauf. Bis auf Bogenschützen. Ich komm bitte einmal hier hinten hin. Jäger! Langbogenjäger. Die können gerne dahin sich in Aufstellung bringen. Ja. Hier ist leider Stillstand. Krieger Germaniens! Hier war was anderes. Katumalo! Ob das klappt? Nee, die stehen sich nur bewundernd gegenüber. Probiert euch zum Keil! Jetzt! Ja, und ich dachte, mit dem Keil könnte ich so ein bisschen tricksen, weißt du? Gut. Klappt nicht, wie ich dachte. Schildball! Jetzt! Was los? Irgendwo blinget es. Blinget und ringet es. Keine Bogenschützen dabei? Nein. Oh, die nerven mich hier gerade, ne? Ja, 6 Minuten. Dann müssen wir wohl noch das Ende der Schlacht abwarten. Indem wir Siegpunkte einnehmen. Was jetzt vollständig geschehen ist. Alle Siegpunkte, soweit ich es sehen kann. Boah, mein Nacken, ne? Ein Siegpunkt, zweiter Siegpunkt. Und das war's mit Siegpunkten. Niederlage zugeben. Pfah! Fa. Der Hunger nach Blut und Kampf. Bleib ihr Verfluchten. Probier mal was, vielleicht geht's mit Bogenschützen. Feuer!
bin denn schon wieder? Langbogen! Schiff! Muss ich nicht verstehen. Gut, den Siegpunkt haben wir eingenommen. Können wir nochmal ein bisschen rumspielen. Sagen, guck mal, hier ist noch ein Turm. Guck mal, hier ist noch ein Turm. Guck mal, hier ist noch ein Turm. Ey, Maus und, Pfeiltasten gleichzeitig. Mag er gar nicht. Entweder oder. Ist aber blöd, sich da dran zu halten. Warum ist das denn so? Leicht behindert. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Zack. Raus die Galle. War das alles? Fulko, General. Aufrüsten. Jo, nehmen wir. Für den Sturm. Ich erwarte eure Befehle. Ja, schade. Ich wollte ihn gerade... Ich wollte ihn da gerade hinstellen. Als eingemauerte Festung am Weg, dass keiner dran vorbei kann. Schamanen, hier geht's auch noch weiter zu anderen Provinzen. Gallischen Konföderation. Ein Schrotthaufen. Oh, ich hab grad kein Geld. Sweet. Aber man sieht, wie doll durch den Beschuss wahrscheinlich hier alles kaputt gegangen ist. Oder es war vorher schon kaputt. Das bin mir nicht ganz sicher. Guck mal, alle noch heile die Lappen. Richtig blöd. Und so viel hat auf See. Alter Schwede. Das ist schon ein bisschen heftig. Hätte ich nicht mitgerechnet, dass der so viele Truppen hat. Wir müssen wohl erstmal. Egal wo ich die Maus bewege, ne? Wir müssen erstmal Runde beenden. Huch. Seleukiden. Da oben. Unter dem Titel der Partei. Der Fraktion. Da seht ihr eine römische Flagge. Da ist ein Schiffchen. Nahe meines Landes. Aber nicht mehr lange. Glaube ich, hoffe ich. Vielleicht macht Sparta auch mal was. Wäre auch mal eine Option. Helmut, der Kopf eines gegnerischen Kriegers im Kampf erbeutet, hat begonnen, zu seinem Eigentümer zu sprechen. Er sagt wiederholt den Untergang unseres Volkes vorher. Ich besuche den Kopf natürlich, um die Behauptung zu prüfen, denn das ist meistens immer dieser komische Spinner, der... Ne? Nicht ganz dicht ist. So, 51%. Ich muss mal gucken, kann ich Beförderung machen? Nein. Gerüchte verbreiten. Kann ich den adoptieren? 2000. Jetzt Gravitas, das ist Gravitas, ne? Wenn ich jetzt die Gravitas vermindere, kostet mich das trotzdem Stammesoberhäupter. Und das kostet mich wiederum Einfluss. Deshalb bin ich eigentlich besser darin, wenn ich jetzt Beförderung sichere. Sind alles jetzt Karlas. Oder Vrakion. Ah, dieser Charakter muss mindestens 20 Jahre alt sein, um Rang 1 oder höher haben. Aha.
So läuft das also auch. Das wusste ich nicht. So, wir machen mal Heiligtum. Hier machen wir mal, was haben wir denn? Haben wir schon irgendeine Nahrungsvorsorge? Nein. Das heißt, wir machen hier mal 7 Nahrung. Sehr vielversprechend. Besorgte Bevölkerung, Provinzia, unzufriedene Bevölkerung, Magna Grexia, Grechtia, Magna Grex. Halt, Entschuldigung. Gucken. Angriffsboni. Das bringt mir eigentlich nichts. Was bringt mir das? Nehmen wir das, ist günstiger. Hier machen wir wieder ein schreiendes Tür hin. Hier, was bringt mir das? Wohlstand, Pionierwerkstatt, Militärbelagerung. Drei öffentliche Ordnung minus. Sind da 4 öffentliche Ordnung plus. Der Hornmacher. Wegen... Bau nicht möglich. Abreißen. Dann geht es hier wahrscheinlich auch nicht. So. Erstmal abreißen, bevor wir hier was anderes machen. So, Baubericht, Schrein des Odin. Die Insurba in Rom. Also, Insurba in Rom, die Krieg erklärt so rum. Ein Fraktion steigt auf die Keltici. Keltici. Ey, eine Konföderation, ne? So ein fettes Reich, sag ich dir, du. Sag ich dir. So. Habe ich irgendwie noch nicht in meiner Handelsfreundeliste auf Antique Book. Blöder Name, ist nicht besser eingefallen. Volkai. Ihr seid willkommen, doch. Dies ist fair für mein Volk. Nun können wir trinken. Fette Sache. Noch mehr Handel. Nice. Ja, hier mit dem Vulkan. 364 gewinne ich daraus. Fettes Ding, nur fettes Ding. Finde ich nice. Ey, nur noch einmal, dann haben wir noch mehr Wohlstand. Oh, Kinnas. Ich freue mich ja ein bisschen, ne? Aber... Wie jedes Mal, wenn es schön ist, gibt es auch ein Ende. Das ist jetzt natürlich noch nicht gekommen. Jetzt ist aber erstmal für mich eine kleine Pause gekommen. Ne? Das heißt erstmal das. Und dann geht's gleich weiter. Ich bin auch gleich wieder für euch da. Bis dahin 2-3 Minuten. Ne? Gut.
Danke, Gutzi. Danke, ich hätte es echt verpeilt. Gut. Ja, es ist das Schöne, wenn man hier kein Piepton drin hat im Mischpult, wenn das aus ist, beziehungsweise wenn der Ton gemutet ist, dann ist das immer relativ ungünstig. Aber nichts Wichtiges passiert, dann bin ich nur wieder über den Mauszeiger aufgeregt. Die ganze Zeit, seitdem ich wieder hier sitze. Können wir eigentlich da oben noch was machen? Scalus Regius Alabu und Regius. Ich hätte da kaum Probleme, wenn ich die Maus dabei bewege. Das ist mir suspekt. Plus 5, das reicht aber eigentlich alles hier. Jo, dann gehen wir mal zurück zum Stiefel. Dahin. Wupp. Sehen wir zu. Jetzt war das hier fertig. Kriegen wir einfach mal eine Runde weiter. Geld. Jetzt ist Rom dran. Mal sehen. Gleich geht's da unten los bei... Oh. Doch nicht. Kein Schachzug von Rom. Ist das Mikrofon immer noch aus? Das kann nicht sein. Ah, ernsthaft, ist das Ding immer noch aus? Mehrsprachig. Wer die Sprache eines anderen spricht, versteht dessen Gedanken. Politische Intrige! Ziel Karl! Es gab keinen sprechenden Kopf. Als wir die Quelle der Gerüchte aufsuchten, fanden wir nichts als einen Verrückten mit einer Rübe in der Hand. Er hatte ihr ein Gesicht geschnitzt und behauptete, die Rübe haben ihn vor unserem Untergang gewarnt. So viel dazu. Jo, wir können endlich bebauen. Heiligtum kommt hin. Also nochmal eins. Und dann... Jäger, Kriegerhütte. Was bringen die Kriegerhütte? Muss ich ganz kurz nochmal gucken. Halle der Helden und das war wahrscheinlich die Prüfgelände. Ach nee, blöd. Mache ich lieber nochmal Nahrung oder Gemeinschaftsbereich? Machen Gemeinschaftsbereich. Gemeinschaft ist immer gut. Das ist das Prüfgelände. Das haben wir nämlich schon. Siehst du? Brauche ich nicht mehr. Na, jetzt ist alles okay. Danke, Gutzi. So. Halle der Helden kriege ich dann. Gib mir nochmal mehr Wohlstand, ne? Beziehungskosten plus 2 Steuersatz. Ermöglicht den Bau von Stadt. Stammespargus, landwirtschaftlicher Pargus und schließlich die Hauptteile. Alles klar. Und dann können wir eigentlich mal durchgehen und alle Dörfer nachrüsten, wahrscheinlich. Dorf, Region, Cosentia, Baubericht. Jo. Das ist zwei öffentliche Ordnung. Wir kriegen hier aber noch was dazu. Können wir das auch wieder bauen. Das Hugo spielt schon wieder GTA. Eigenschaft erhalten. Steuersatz, Gravitas, Unterhalt für Landeinheiten. Frias. Mal gucken. Kostet mich weniger Stammesoberhäupter, wenn ich hier Gerüchte verbreite. Deswegen...
Nee, aber ich hab sie gerade alle. Ich hab gerade so die Hälfte. Dann lasse ich das lieber. Will ich nicht verlieren. So, minus 7 haben wir hier alles, ne? Dämonen des Palermos. Klasse 1 Misenensis. Ha, eine ganz Misenensis. Ja. Bad and sad jokes. Na, übrigens, gucken. Wenn ich hier Licht wegnehmen würde, wäre das alles super. Das heißt, ich muss mir hier irgendwann mal was vorhängen oder so ein Quatsch. Wenn das Gesicht nicht voll bestrahlt wird, dann wirkt das auch besser. Ja. So. Gallische Kackeration. Nicht Kackföderation, sondern Kackeration. Gepriesen sei der Alpha-Tür. Wie kann ich euch helfen? Wir löschen den eben mal aus. Ja! Direkt ins Auge. Und wieder eine Tradition. Oh, und wir können die Söldner ja auch mal halten. So viel kostet das jetzt nicht. Da bin ich jetzt nicht mehr in Bedrängnis. Für alle Infanterieeinheiten, Nahkampf für Infanterieeinheiten. Sehr schön. Ich ahne in etwa, in welche Richtung die wollen. Ich muss mal kurz schauen. Genua. Da müssen Jugendliche. Herbernspeer. Das sind nicht so viele. Wenn ich die hier mache, dann gibt es nur Wohlstand, keine Garnison und ich kriege noch 4 Angriffsplünderer Herbernspeere dazu. Das ist nicht so geil. Wenn ich jetzt... Ich darf die Maus nicht bewegen. Ich kann mich selber nicht dran halten. Ich kann die aber auch nicht abziehen, weil... Sonst der Lulatschi nochmal ankommen würde. Obwohl, nö, das ist ja nur Seeeinheit. Der kann ja gar nicht anlanden, ne? Ha! Außerdem ist Sparta in der Nähe. Da passt das schon. Wenn Sparta noch da ist, dann geht das alles. Und währenddessen nehmen wir euch dann mal in den Mangel. Wer ist das denn? Das sind die Vulkal? Das sind die Vulkal. Ausrücken! Ja, ausrücken. Habt ihr noch weitere Fälle? Ja, ich hab gesagt, ich will gucken, was ich rekrutieren kann. Nur schlechte Sachen. Gut, wie lange müssen wir noch warten, bis die 6 Runden, bis die vollständig verstärkt sind? Ja, mal die Wand an, ey. Mal die Wand an, sprüh Zeugs ins Essen. So, Nemensos ist das nächste und dann kommt Bodigala. Bodigala. Dann haben wir sie hier durch. Dann haben wir hier sogar eine Meeresanbindung. Ey, ist das geil. Können wir die Handelsroute darüber legen, kriegen wir wahrscheinlich noch mehr Geld. Oh, noch mehr Geld. Noch mehr Geld, ey. Nice. Gut, ich mache eine Runde weiter. Wir schauen mal, wo die Gallier anlanden. Oder ob Rom endlich einen Schachzug macht. Rom macht einen Schachzug. Ah, ist natürlich schwer. Ah, das schaffe ich nicht. Füge ich ihm mal ein paar Verluste zu. Hätte ich besser machen können, hätte ich es manuell gespielt, ich weiß. Aber jetzt baut der Sack wieder alles um wahrscheinlich. Aber ich glaube, dafür hat er kein Geld. Das heißt, wenn ich jetzt zurückerobere, habe ich noch alles im Ursprungszustand. Das wäre echt gut. Athen. Sparta. Chimera. Syrakus. Na, Syrakus können wir auch noch platt machen. Keltici, Drangiani, Drangiana. Pardon. Figuren, Persien, Sklaven und Vulkai. Machen wir erstmal Siedlung verloren. Und schauen wir mal, was wir machen können, wa? Niemand wird entkommen. Nageln ihre Hütte. Allein weil er die hat, will ich das gerade nicht manuell spielen, weil ich dann mehr Verluste hätte.
ausgeglichen. Das ging wohl wieder ins Auge. Ja, ja. Und schön, schön sprüht das Blut. Ist alle getötet. Schön. Ja, hat er? Nee, er hat nichts gemacht. Er hat irgendwas abgebrochen. Hat das. Ich mach mal Tor. Mach hier nochmal Felder. Dann lassen wir die hier. Können dann eigentlich gleich übersetzen. Und hier Syrakus angreifen. Wo noch ein Rest Römer sich versteckt. Bodigala wird weiter gebaut. Das mit Moral kriegen wir auch gleich hin. Das wird nicht das Problem. Also mit der öffentlichen Ordnung. Ich sag immer Moral. Ich sag immer Moral. Kriege ich auch gleich hochgeballert. Weil in einer Runde erstmal die 100 fertig ist. Die 100, die Provinzhauptstadt. Ja. Balliste, Skorpionbastei. In Roma ist gebaut, was gebaut werden kann. Siehst du, das wollte ich eigentlich bauen. Dann machen wir das zuerst und dann machen wir das. Passt so. Passt so, sehr schön. So. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch einmal. Setz euch und dealt, meine Freunde. Erober noch ein Dorf. Ah, Pikton. Piktiert euch nicht so. Einfach Runde beenden, dann mache ich noch einmal Nemosos. Welches ich angreifen werde. Ich habe ganz vergessen, die nachzuziehen. Siehst du? Nemosos, was ich angreifen werde. Und nach Nemosos. Ja, ciao, Guzzi. Auf für heute. Was? Alter, wir haben es gerade mal irgend 20 nach 7. Was ist mit dir los? Es ist Samstag. Es ist doch Samstag. Schon ganz aus dem Zeitplan gekommen, ich gestern Freitag. Wir haben keine großen Samstag. Ansprüche. Schließlich wollen wir nur eine geringe Menge Wohlstand. Ihr würdet es kaum merken. Na. Na. Namneten, wie stehe ich denn zu den Namneten? Den habe ich Handel, wa? Kann ich aber eigentlich verkraften. Ihr seid stark und weise, und doch seht ihr diesem Krieg tatenlos zu. Ich bitte euch, kämpft! Das bringt mir eigentlich nichts, ne? Kann ich auch ablehnen. Brauche ich nicht. So. Mission erteilt. Erobert folgendes. Na, was für ein Zufall, dass ich das gerade vorhatte. Syrakus erobern. Lugius, ausländischer Agent. Aber ich habe die Maus schon wieder bewegt, während er gescrollt hat. Siedlung verloren. Brundisium. Was? 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 Warum denn? Habt ihr Geld investiert, Sparta? Raus da! Magna Gracia. Grächia. Magna Grächia aufgebrachte Bevölkerung. Gut. Ich erwarte eure Befehle. Wie viele Runden habe ich denn für Missionen? 18 und ich krieg nur 500 dafür, ey Leute. Dafür würde ich nicht mal mit dem Fuß aus dem Bett steigen. Also wirklich. So, hier übrigens Sparta gegen Rom. Die Concordialis gegen die Steuermänner des Pythäers. Sehr schön. Wir machen aber erstmal da oben. So.
Die Siedlung, der Weg ist versperrt. Es geht auch schnell. Ich finde es manchmal lustig, dass man bei aggressivem Angriff mehr Truppen behält als bei defensivem Angriff. Ist mir leicht suspekt, aber. Naja, umgesetzt natürlich. Jetzt hat er seine Hauptstadt verloren. Und jetzt ist es Podigala. Oh, Nugget Town! Gold! Bling! Gehen die Augen auf. Das Scheißding müssen wir umbauen. Das ist irgendein hässlicher Schrein von Sanunas, irgendeinem falschen Gott. Und backen wir Tor hin. So. Brunnen. Tagebau, wa? Oder? Ich will gucken, was nochmal bei Brunnen war. Wachstum, öffentliche Ordnung, minus 1 Nahrung, minus 3. Nur plus. Alles klar, wir nehmen Brunnen. Ausnahmsweise nehmen wir jetzt mal Brunnen. Setz euch und dient meine Feuer. So, ab geht's nach da unten. Für den Allerhöchsten. Ich würde mal sagen, das schaffen wir in einem Atemzug, wa? Scheint sich ja hier nicht zu begrenzen. Oh, ich wollte schon wieder den Hafen angreifen, das wäre böse geworden. Syrakus, was hat Syrakus überhaupt als Verteidigung? Nichts Nennenswertes. Okay. Lilybaion ist jetzt Hauptstadt von Rom, also vom Römischen Reich. Blöde Tusse. Bestimmt noch. Ich hätte auch hier ein Dingens. Ah, ne, die haben schon die Dingens da drin. Streiterin. Sion, Manipulation. Dann nehmen wir die. Nehmen wir die erste gleich. Nochmal. Öffentliche Ordnung. Alles, was öffentliche Ordnung hat, kommt jetzt da rein. Fertig. Runde beenden. Ja, kurz, ich weiß nicht, ob ich GTA heute auf der Xbox spielen werde. Mal gucken. Ich habe immer keinen Bock auf dieses Chat-Ding, weil der Headset. Weil das Headset halt immer noch kacke funktioniert. Frieden ist kein leichtfertiges Wort. Krieger sprechen von Ehre und Ruhm. Unterwirf dich! Davon habt ihr nur wenig übrig. Kannst du knicken. Also immer noch das Headset kaputt. Beziehungsweise will nicht funktionieren. Wir betteln nicht um Gold. Wir wünschen nur den Handel. Willkommen in meiner Handelsallianz. So, Persien ist wieder am Zug. Persien hat immer lange Züge. Ach, eine Rebellenarmee, schau an. Ja, komm. Gut, einmal so, einmal so, einmal so. Ihr habt keinen Gewinn hier, Rebellen. Ihr habt keinen Gewinn. Ihr werdet nichts hier rausschlagen können. So, Sparta. Wir werden gleich ein Gefecht gemeinsam haben. Zauderer, wer ist das denn? Kampf. Ach komm, hör auf. Armee zerstört, dann gehen wir gleich mal wieder zurück.
Verborgener Agent, Bau abgeschlossen, ermutigt die Bevölkerung und die Rebellion. Und die Rebellion wurde niedergeschlagen. Palpatine. Scheiße. Syrakus, ne? Fuck! Na gut, auf gegen Lilybion. Lilybion. Irgendwann hab ich's. Karthago gehört auch Rom. Kann mich nicht jemand mal mit Ägypten connecten? Ich möchte da Handelsbeziehungen aufbauen. Supp. Alles im Plus. Machen wir nochmal eine Runde weiter. Seleukidia. Sparta wieder. Spart, wo es nur kann. Wenn sich die Wolken zusammenziehen, suchen weise Männer nach Freunden, die ihnen Unterschlupf geben. In euch haben wir solche Freunde. Mir gefällt dein Gesicht nicht, aber ich gebe es trotzdem mal an. So. Persien schon wieder? Persien. So. Ich will den Baum. Jetzt muss ich für den Baum erfahren. Ah. Wir kommen der Sache sogar in Schritten näher. Das ist ja perfekt. Drei Runden ist der fertig. Wenn ich die hier abziehe. Minus 10. So viel dazu. Verborgener Agent. Posthuminus culpa. Ich erwarte eure Befehle. Das machen wir gleich. Sparta hat sich Cosentia geschnappt. So eine blöden Verbündeten. Alles klar. Die Siedlung wird. Nö, das ist es nicht wert. 88, 86, 88. Mal so. Zack. In die Eier und in den Hals. So muss. Befreien. Nö. Nö. Ach, das lohnt nicht. Hausraum hat sich bei mir noch nie gelohnt. Ich will immer erobern. So. Alles im Umbau. 7, 5, 4. 4, aber dafür da. Oh, halt. Nahrungsmittelproblem. Das war das Problem, ich verstehe. Minus 2 Nahrung, ich habe schon wieder nicht gemerkt. Rom, it's your turn. It's your turn, bro. Seleukiden, die mir die Siedlung da weggeschnappt haben. Ach, Mann. Ach so. Ich habe ja fast ganz vergessen, den eigentlichen Stream-Namen. Kuchen? Ein Zeichen, vielleicht in Form einer kleinen Geldspende, würde ein anderes Licht auf euch werfen. Haben wir Handel? Gut, fangen wir euch nicht an. Vorerst. Hier. Zügellose Piraterie. Piraten haben die Kontrolle über die Ozeane übernommen. Keine Küstensiedlung ist sicher. Nur Irrsinnige würden unbewaffnet in See stechen. Und? Sagt mir was? Italia. Roma. Ach, wir können alles ausbauen. Das ist ja schön. Halt! Wir haben gerade 51.000. Ich will endlich...
Ich will euch endlich unterdrücken. Willkommen, würdiger Freund. Lasst uns Brot brechen und Bier trinken, ehe uns Worte über die Lippen gehen. Und... Ihr seid so eine... Ach, egal. Egal. Ah, ey, das gibt's nicht. Die machen mich fertig. Die machen mich echt fertig. Minus 1 Nahrung plus öffentliche Ordnung. Nahrung haben wir also gerade gelöst. Zu meiner Zufriedenheit. Ein bisschen hier. So, so. Poligala gehört zum Glück noch dem Feind. Treiben wir hier einen Keil durch die Küste. Das gefällt mir ja sogar irgendwie. 14. Ach, müssen wir nochmal eine Runde beibehalten. Den Zustand. Dass der Stiefel hier und Sparta gehört, das gefällt mir gar nicht. Verkraften. Sehr schön. Was bringt mir Piraterie eigentlich? Weiß er auch nicht, ne? Nö, ist egal. Dann ist er nicht wichtig. Ja, Mathieu, das... Hier, warte. Warte. Da. Da kriegst du ein Stück Kuchen. Optisch zumindest. Und real krieg ich es. Das ist leider... So diese drahtlose Kuchenübertragung wurde leider noch nicht erfunden. Und vielleicht, wenn du dich ransetzt, dann... Wer weiß. Vielleicht erfindest du eine drahtlose Kuchenübertragung. Seht eure Ahnen zu Rate. Doch ihr werdet den Wert des Angebots erkennen, das ich euch von meinem Volk bringe. Bis dahin gehört der Kuchen mir. Es sei denn, du läufst jetzt nochmal zum Bäcker um die Ecke und holst hier auch Kuchen. Dann kann ich nichts dagegen machen. Es liegt ja nicht in meiner Macht. Was habt ihr denn schon wieder? Na, nur mit dem Handelsabkommen, mein Freund. Die Geister haben bemerkt, dass unsere Schatzkammern leer sind. Könnt ihr uns bei diesem kleinen Problem behilfen? Na gut. Wir haben... Ich bin ja nicht so. Ja. Hm. Ja. Keiner gesehen. So. Keiner gesehen. Kuchen ist jetzt weg. Das war so das letzte Stück. Verdammt. Jetzt bin ich auch ohne Kuchen. Jetzt kann der Stream nicht mehr mit Kuchen heißen, weil es hier keinen Kuchen mehr gibt. Das ist ja blöd. Können wir irgendwo Bewegungsreichweite erhöhen? Nö. Hingabe nur. Na, Karnut, Knut. Der Kanuten-Knut. Haha, der Kanuten-Knut. Minus 7. Gibt es nichts weiteres? Du mir auch. Na, eine Runde, dann hat sich's mit minus 7, Freundchen. Jetzt nochmal Stufe 4 und dann sind wir alle glücklich. Sind wir dann Syrakus, Lilibion. Dann haben wir hier unten gallische Konföderation rumschwimmen. Warum nicht? Einkommen von Rom. Schau mal an. Es tat gerade ruckeln tun. Iol, Syrakus hier unten. Karthadascht, gallische Konföderation. Oh, ich kann die Küste runter marschieren. Freut mir sehr. Sagen. Massalia ist eigentlich soweit. Ich hab die nicht aufgerüstet. Ich hab da nicht aufgerüstet. Jetzt bin ich sagen können, aufpassen müssen. Minus 8 Nahrung. Das ist eine schlechte Idee. Minus 1 Nahrung. Plus 2 Nahrung.
des Lehrmeisters Arungwohlstand. Öffentliche Ordnung. Das und das. 12 Nahrung. Scheint mir effektiv zu sein. Dann haben wir das Problem gelöst. Ja, ja, Vulkan, wir haben Bündnis. Es wird schon. Das wird schon. Was können wir denn hier anheuern eigentlich? Kantabrische Söldnerkavallerie und iberische Söldnerkavallerie. 48 Nahkampfangriff iberische Söldnerschwertkämpfer. Nö, lass mal. Die haben wir gerade erst hier runtergezogen, ne? Die Bewegungsdingens ist zu Ende. Kurz hier unten, so. Alles römische Flotte. Ich kann hier auf jeden Fall nicht weg, sonst kommt die römische Flotte hier gleich an. Oh. Concordialis schon wieder. Und die Antiqua. Ist blöd. 1 Italica. Italica. So, Sparta hält hier anscheinend meine Neapolis-Siedlung bewacht. Danke, Sparta, aber kann sich auch verziehen. Und hat hier Fußtruppen. Das heißt, wir können hier Genua eigentlich mal nachrücken lassen, wa? Um da runter in die iberische Ecke zu kommen. Für den Allerhöchsten. Theoretisch können wir auch eins einfach nochmal aufrutschen. Öffentliche Ordnung. Haben wir hier noch was dazu bekommen? Nein. Yo. Sehr schön. Eine WLAN-Kuchenübertragung. Ein Kuchenladen. Ja, aber eigentlich, weißt du, ne, der Stream wird aufgezeichnet. Damit habe ich dir ja die Idee gegeben. Somit liegen die Ideen recht ja theoretisch bei mir. Also habe ich das Kuchenladen erfunden. Und das Kuchen-WLAN. Ja? Zumindest die Inspiration dafür. So. Das wäre echt mal die Idee. Aber es wäre wirklich, wenn du sowas schaffst, drahtlos Nahrung zu transportieren oder meinetwegen durch einen leitenden Draht, was auch immer. Dann funktioniert auch Teleportation. Dann haben wir das alles in einem geknackt. Und dann wird in den Geschichtsbüchern stehen, es entsprang aus Kuchen. Die Idee kam vom Kuchen. Das wäre... Klingt bescheuert, wäre aber mal was. Kann man machen. Apropos... Namenloses, koffeinhaltiges, dunkelschwarzes Getränk. Was ein gesunder Mensch eigentlich nicht trinken würde, der bei gesundem Verstand ist, schütte ich mir jetzt nach. Cheers. Unsere Vorfahren haben gesprochen und euch als wahren Freund bezeichnet. Würden wir es wagen, die Unterwelt zu ignorieren? Nö. Aber ich sehe da zuversichtlich und teuflisch stehen bei euch unten in der Leiste. Und das heißt für mich, ich kann euch nicht wirklich trauen. Und da ich euch auch nicht unterwerfen kann, frage ich immer, ob ihr im Krieg beitretet, und zwar gegen Syrakus. Wollt ihr nicht? Ihr seid ehrenhaft, würdig und stark und... Gut, aber ich gebe kein Geld für euch aus. Das machen wir, aber ich gebe kein Geld dafür aus. Ihr kriegt bestimmt Schiss, weil meine Truppen hier gerade unten bei Tarako stehen. Ja, verborgener Agent. Da kam Kohlensäure schon wieder mit hoch. Postumias Capula, diese blöde Schnepfe von Spionin. Provincia, das Volk ist glücklich. Eigenschaft erhalten, Odilia Stabträgerin. 15 Steuersatz. Schön. Baubericht Libyon. Können wir auch nochmal hoch?
Nee, lassen wir kurz. Da kriegen wir Nahrung und kriegen öffentliche Ordnung ins Minus. Hier kriegen wir öffentliche Ordnung und Nahrung. Ist gut. Das gleicht sich gut aus. Sind wir auch bei plus 7 Nahrung. Das ist sehr schön. Ach, guck mal. Hier schnibbert so ein Schiff von Syrakus rum. Vom Syriaken. Ja, ich denke, wir können hier mal... wieder eine schöne Schlacht haben. Wird belagert. Und ich brauche wiederum keine Leitern. Krieg's aber aufgedrückt. Gegen die muss ich mich absichern. Und der Rest ist eigentlich fast unwichtig. Sehr schön. Belagerungsangriff. Taco, Taco, Interaco. Läuft. Schlacht von Tarraco 265 vor Christus. Nach dem Krieg schließt Bündnisse. Griechisches Sprichwort. Ja, ja, damals haben wir alles gelernt. Den Krieg und die Kunst dazu. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, hier kommt nur so ein Dorf oder so. Willst du mir doch nicht erzählen, dass Tarraco hier die Stadt nur ein Dorf ist? Wollte er mir nicht erzählen. Das freut mich ja schon mal. So, wir machen wieder eine Ballerorgie. Odin wacht über uns! Odin wacht über euch. Das sehe ich auch so. So, die ganzen Speere kommen in eine Kartei. Die ganzen Nahkampfeinheiten kommen in die andere Kartei. Und die letzten Bögen, die übrig sind, bekommen auch eine und kriegen den Plänkelmodus schon mal sofort aus dem Kopf getrieben. So, dann haben wir nämlich einmal hier. Mit hier. Und hier, wobei ich jetzt ganz vergessen habe, die Belagerungsgeräte fallen zu lassen. So, ihr ladet bitte. Brennendes Geschoss wieder. Und dann können wir auch schon loslegen. Da hinten kommen feindliche Schiffe. Und ich würde mal sagen, gönnt euch. Wie weit reicht der Radius? Riechen besser. Und wir können unsere Schläge einstecken. Und das Dreifache davon. Bis hier geht er hin. Nice. Läuft. Komm noch einmal. Und dann ist es auch kaputt. Die Türme noch weg. Die stören dann nämlich beim Erobern. Zwei Salben und das Ding ist unten. Komm. Und der noch? Dann haben wir es auch schon fast. Alles hinten auf die schönen Wohnhäuser. Geht ja nicht. Aber, lieber Mathieu, ein Eis toppt doch wohl bitte ein namenloses Erfrischungsgetränk. Ja? So, einmal noch hier drauf, bitte. So, Tor ist im Arsch. Fortmauer bitte auch gleich. Weil ein Eis, da hat man doch irgendwie viel mehr von, finde ich. Das hat doch einen ganz anderen Geschmack. Das ist ein ganz anderes Erlebnis. 66. Komm, komm. Mach's runter, mach's runter. Oh, sie verbrennen dahinter. Mach den noch kalter, den Wall.
kommen da hinten schon die Kumpels. Mir fällt aber eine Sache nicht. Das ist, wo die alle hinwollen. Und ob das wieder die Probleme gibt, wie beim letzten Mal. Beim Anlanden. Ich hoffe, die gehen alle hier durch. Das wäre cool, dann kann ich die alle im Innern der Feste ausradieren. Ausruddern. Balliste! Guck mal, die wollen alle dahin. Oh, hat wieder ein paar in den Kasten, tut mir aber leid. Also nicht wirklich, aber ich tue so. Guter Versuch, eine Fortmauer zu bauen, aber meine Artillerie ist stärker. Noch mal eine Rate Schüsse drauf. Machen wir das auch. Sag ich doch. Dann noch den hier kaputt machen. Auch noch kaputt. 46%. Und wieder eine ganze Reihe da hinten weggebrannt. Seine Feuerbälle sind auch fies. Muss man ja mal sagen. Ah, da sind sie ja alle. Sammelt euch an der Mauer bitte. Damit sie euch in den Tod reißen kann. Ah, das hat nicht so geklappt, wie ich dachte. Könnt ihr die nochmal kaputt machen? So auf kompletter Länge. Wäre süß. Ja, können sie. Und wieder voll in die Menge rein. Bankenverlust erlitten. Die fliegen gleich schon mal. Immer zusammenreißen, dass ich die Maus und die Tasten nicht gleichzeitig benutze. Das ist so anstrengend gerade. Guck mal, gleich zwei Mauerabschnitte immer Abschnitte. Zwei Mauerabschnitte in einem kaputt gemacht. Und der Turm muss auch noch weg übrigens. So. Feuer bitte. Keiner hat getroffen. Ein bisschen traurig, ne? Jetzt. Ist schon besser. Echt, treffen so viele nicht. Das ist ja eklig. Okay. Doch nicht mehr. Alles cool. Ich mach jetzt so lange, bis die Mauern niedergerissen sind. Vorher waren es 60. Ihr lasst nach, Jungs, ihr lasst nach. Ach, Matthieu, du schleimst doch nur. Du schleimst doch nur. Aber danke, aber danke. Ja. So. Jetzt habe ich die kaputt. Die habe ich gerade gemacht. Gut, dann noch einmal die und dann soll es auch mit Fortmauern hinreichen. Dann schalte ich um auf Explosivgeschosse. In der Hoffnung, mir fällt hier gleich keine Einheit in den Rücken. So. Sacht. Spannend. 60, 80. 90. Einer noch und weg ist er. Wechseln auf Explosiv. Machen wir was anderes. Ich stelle euch sogar hier auf dem Hügel. So gnädig bin ich. Bodenspeere! So.
erschossen bewaffnete Krieger! Theo! So. Warum auch immer ihr da stehen tut. Aber die sind, glaube ich, eh keine Bedrohung für mich. Niedrige. Niedrige. Blutgeschworene! Niedrige. Oh. Unsere Keulenherbanne sind schlecht gegen. Ach, das ist schon wieder General. Xanthos. Schwere Nahkampfinfanterie. Wir glauben echt noch, die können uns hier irgendwie angreifen. Was hat er gesagt? Wirtsschweine Galliens? Natürlich, ich reiße immer die Mauer ein. Ich fühle, glaube ich, schon mal den Spruch gerissen, so. Berlin war nichts dagegen, wenn ich hier Mauern einreiße. Oh, guck mal, jetzt ist es schön. Jetzt kann die Artillerie hier richtig reinpfeffern. Vor allem, da gibt es gar keinen Schutz mehr. Mit Geschossen bewaffnete Krieger. Ich glaube, wir müssen ein bisschen näher ran. Natürlich dann auch eher Treffern ausgesetzt. So, gebt ihn! Ihr habt noch keine Mauern mehr, ihr müsst doch jetzt alle treffen können. Ja. Ein bisschen hängt er sich gerade auf, wenn die schießen alle. Rennt, ihr Verfluchten! Alle mal da näher ran. Ach ja, und wer meinst du, wer damals in Berlin überhaupt die Mauer eingerissen hat? Ne? Ich bin das Volk. Weißt du? Der Vorschlaghammer des Volkes. Und schade, dass die hier so wenig Munition haben, die germanischen Jugendlichen. So. Boom. Jetzt sind die dran. Einmal rein da. Vielleicht sind die auch weg. Noch 51 haben sie. 270 ist eigentlich recht moderat. Das so machen, nee, das bringt mir gar nichts. Ich stell die einfach mal so hier hin. Jo. Weltmeister! Also. So. Bodenspiele. Auf geht's. Ich halte mal hier draußen in Reserve. Wir dienen Germanien! Guck mal, wo kommen die denn alle her? Ist ja schön. Immer mehr Besuch hier. Balliste! Die Mauer kriegt auch wieder Schaden. Muss so sein. Ja, und voll rein. So ist schön. Tja, muss nur die eine Einheit richtig einsetzen und schon sind die ja alle irgendwie am Wegrennen. 72% schon kaputt, das Ding hier. Guck mal, jetzt noch einmal einer hier hinfliegt. Ist das Ding auch runter. Aber sowas von. Die haben übrigens ihre Ballisten wieder richtig blöde angebracht. Richtig blöde. Später! Ritt aus, Krieger! Und ins Spiele! Germanische Jugendliche! Krieg ich die hier durchgedingens? Jo, krieg ich. Ritt aus, Krieger! Und ins Spiele!
Tür geht dahin. So, dann... Ah, da sind sie alle. Da sind sie alle. Sehr schön. Boom. Vladimo! Immer schön da rein. Weltmeister! Vorwärts! Ich kann hier wieder sammeln und motivieren machen und Gruppenfurcht irgendwo da. Furcht! Die Furcht, sie greift um sich. Kladimo! Wollen wir da gleich mal blockieren? Hier wollen wir am besten mal gleich das Tor einnehmen. Ich habe gelesen, ich habe gehört, hier ist ein Türmchen, das will von uns erobert werden. Und hier habe ich auch gehört, dass da auch ein Türmchen ist. Landburgenjäger! Bewegung! Hier kriegen wir Feuerpfeile. Die Kämpfer sind bereit! Blutgeschworene! So, löscht sie aus. Die fliehen auch schon. Da kommt Krieger. Rantus Laukau. Rückt aus, Krieger. Oh, und ganz knapp vor der Reichweite des nächsten Turmes. Sehr schön. Was ist das hier? Ist das die Feste des Kriegers oder so? Feste des Kriegs ja wahrscheinlich. Genau. So ist gut. Stellt euch einfach mal hier hin. Die feuern. Und die fliehen alle. Anscheinend gerade massenhaft KI-Bewegungen auf der Karte zu sehen. Also nicht zu sehen, aber zu fühlen. Ja, und da fielen sie einer nach dem anderen. Ihr habt unsere Speere! Blutgeschworene! Schön. Alles schön. Alles erzittert vor uns. Ich erzittere vor niemandem. Mit so komischem Dialekt. Der Merkling wie Russe. Den Germane. So. Ich sag immer so oft so. Aber so ist das nun mal. Oh, Artillerie hat Flüchtlinge entdeckt. Das ist falsch. Egal. In dem Fall stimmt es ja. Artillerie hat flüchtende Einheiten entdeckt. Anscheinend. Ballert einfach weiter die Mauern kaputt. Mal. Ey, die Festung ist geschleift. Hier bleibt doch nichts auf dem anderen. Kein Stein. Solange meine Truppen nicht direkt getroffen werden, liebe Artillerie, darfst du das gerne durchziehen. Ich fürchte allerdings, du bist der Unterscheidung meist nicht mächtig. Hä? Worauf schießen die? Bin nur geringfügig verwirrt. So, die sind fertig. Die gehen dahin. Die kommen dahin. Jawohl, tun wir, Krieger. Wir nehmen das Heiligtum hier ein. Die Steine. Viecher. Was habe ich kürzlich gelesen? Stonehenge ist eigentlich so, nur so ein Restsammellager gewesen. Und von der Grundstruktur eigentlich noch viel, viel größer. Wenn man so, die haben irgendwie den Boden gescannt. Und da kamen wohl ganz, ganz viele neue Strukturen zum Vorschein. Und irgendwo sind sie dann drauf gekommen, dass das eigentlich nur so ein Reste, also
mehr aus allem Möglichen zusammengesetzt war, als nur aus diesem Steinkreis. Hochinteressant, wenn man sich damit beschäftigt. Wir töten sie alle! Aber diesmal konnten alle Truppen anlanden. Alle feindlichen Einheiten haben es geschafft, anzulanden. Aus Sicherheitsgründen stelle ich die übrigens mal um. Ich habe so die Ahnung, dass aus dieser Richtung doch noch was kommen könnte, weil ich habe so wenig Truppen gesehen. Das waren auch noch nicht alle. Kannst du mir nicht sagen, dass das jetzt vollständig die Truppe war? Es ruckelt wieder. Da oben sind sie. Ach, die fliehen schon. Das ist praktisch. Euch nehme ich mit. Und zwar, um voll gegen den General zu rennen. Wäre bereit! Ja. Na, kämpfe bereit! So, wir haben gleich wahrscheinlich hier gewonnen. Wie lange ich so liebe? 2 Stunden. Ich habe euch gegen heute drei Mann mit Aufnahmen habe ich auch noch so viel geplant und so viel im Kopf und irgendwie hapert es dann auch so. Nicht mangels Lust, aber auch manchmal mangels Idee zur Umsetzung. Ja, für Space Engineers habe ich was ganz nice, ganz geil. Also ich finde es geil. Habe ich das geplant. Bloß ja, die Umsetzung ist nicht so einfach, wie ich mir das wünsche. Und deswegen hänge ich da jetzt seit ungefähr 3 Wochen vor und denke mir so, oh, irgendwie musst du es doch mal schaffen. Vorhin hatte ich da versehentlich den Fail, dass ich irgendwie OBS im Hintergrund noch offen hatte und dann über Fraps aufnehmen wollte. Beide sind mit F9 für Aufnahmetaste belegt. Ich F9 gedrückt, habe deswegen aus Versehen das, auch was ich aufgenommen habe, schon gestreamt. Fand ich auch eine nette Idee. Habe ich zum Glück schnell gelöscht. Soll ja keiner vorher wissen. So, besetze wieder. Ich erwarte eure Befehle. Ich hoffe übrigens bei diesen 3 Stunden, die ich jetzt hier gestreamt habe, dass er das auf YouTube ordentlich exportiert. Weil die letzten Male waren das dolle Probleme irgendwie, dass die da nicht richtig irgendwie exportiert wurden. Keine Ahnung warum. Es klappt irgendwie nur richtig, wenn ich das entweder splitte und auf Private stelle, also privat, dass sie nicht sofort gezeigt werden, in 15-Minuten-Teile, was aber sau scheiße ist. Oder ich lasse es ganz und stelle es gleich auf Public und kann dann halt nichts mehr wirklich beeinflussen. Also es ist ein bisschen, naja, doof. Mission erfolgreich. Die Winde der Rache, gallische Konferenz. Ach, die waren hier. Ohne es zu merken, die Welt gerettet. Oh, was haben wir denn da? Salzgärten. 40, 100 plus 3. Es lohnt sich eigentlich Lehmgrube eher, ne? Was bringt mir das Ding? Minus 4 Nahrung. Oh, ich hoffe, mit Ordnung reißt das hier dann irgendwie raus. In Tabasco. Taraco. Arse. Wollen wir nicht mit Arsen? Das wollen wir auch demnächst einnehmen. Aber hier sind mir zu viele Feindtruppen. Deswegen könnten wir ja theoretisch. Mist, wir haben hier falsch schon Leute. Ich könnte jetzt einige natürlich auch durch Söldner ersetzen. 4 Jugendliche zumindest durch Söldnertruppen.
Kampferfahrung haben sie auch nicht. Insofern schadet das gerade noch nicht mal. Damit habe ich die. Dann 33 und Grundmoral 63. 24 und na. Oh. Und die aufrüsten für 600 mit Rüstungsstufe 2. Kann ich eigentlich immer auf 4 austauschen, oder? 2, 3, 4. Ne, 3 nur. Oh, fast einen zu viel entlassen. Das war Fail. Das wäre Fail gewesen. Ja, richtige Zeitform verwenden. So. Auch ausgerüstet mit Rüstung der nächsten Stufe. Und dann haben wir hier oben ja noch einen kleinen Schmankerl, so einen extra Happen. Kann noch irgendwas extra anheuern? Nö, lohnt sich auch nicht. Nein. Hätte der dann echt über sie angegriffen? Obwohl ich das für... Ist doch blöd. Ist doch Blödsinn. Blöd und Blödsinn von Werner Sinn. Wie viel haben wir noch? 15 Minuten. Dann machen wir diese Schlacht noch und dann soll's das sein. Für Höhle. So. Bogen und einige schon mit Erfahrung. Das ist gut. Rundschildschwertkämpfer Keulenherbanne. Ja, Speerbrüder, glaube ich. Dumm, wenn einem jetzt so... Hier kannst du gut ran. Hier hast du... einen relativ freien Radius, obwohl dann scheiß auf die Türme. Die Türme sind mir dann meistens egal. Krieger! Leitern auf die 1. Der Rest sammelt sich einfach mal in der Standardformation. Wenn ich das sage, ja. So, ihr bekommt gleich mal das Plänkeln abgewöhnt. Ihr bekommt noch nichts gesagt. Würde ich sagen, Augen zu durch. Söldner! Bei allem, was heilig ist, bei Karms Gemächt und der Zorn, füllt eure Herzen mit Mut und stürmt diese Mauer. Wer weiß schon, was uns erwartet. Sehr viele Bogenschützen. Wenn wir durchhalten, wird es ein wahrlich großartiger Sieg. Vorwärts! So, jetzt kommt meine Streitkraft aus dem Walde. Tief draußen kommt sie her. Und lässt sich von niemandem sagen, dort windet es sehr. Denn das weiß sie selber. Literaturpreis. Dichtkunstpreis gewonnen. Landbogenjäger! Brennt sie nieder! Odin wacht über uns! Gut, dass sie das Speere positioniert haben. Dann können die gleich mal von meinen Bogenschützen demoralisiert werden. Mit ein paar Brandgeschossen. Meine Bogenschützen leiden jetzt wahrscheinlich ein bisschen eher. Sehr leichte Geschossinfanterie, also keine wirkliche Bedrohung. Kommt, gebt euch. Schießt! Schießt! Ihr lasst euch selber demoralisieren von euren eigenen Feuerfangen. Muss man nicht verstehen, oder? Schön, dass das hier so über die Kanten geht. Deswegen mache ich mal normale Pfeile an. Weil jetzt unsere eigenen Türmchen hier durchkommen und die sollen ja nicht aus Versehen Feuer fangen. Und ich will ja auch ein paar von denen umnieten. Jo,
Mindestens Zufallstreffer gibt es hier. Und die sind gleich weg. Und niedrige Bedrohung sowieso nur. Deswegen rücke ich mal mit denen hier ein Stückchen weiter nach vorne. Mich schon mal in Kletterreichweite zu bringen. Denn wenn wir jetzt schon so weit sind, dass die erste Leiter anliegt, können wir auch gleich mal nach da hinten schießen, wa? So, die erste Leiter steht. Die ersten Einheiten klettern auf die Mauer. Ich sag dir, die ersten Einheiten klettern auf die Mauer. Ich sag dir, die ersten Einheiten klettern auf die Mauer. Gut, dann rollen sie halt von hinten auf. Mann. Oh, alles klar. Weimar-Tür. Noch guten Hunger. Hat zu spät gesehen, jetzt ist wahrscheinlich schon offen. Ach, ist das schön. Dann machen wir schon mal extra Gruppe. Das war die Nummer 3. Der Radius mal ein bisschen weiter ist. So, Bedrohung im Rücken. Habe ich natürlich prompt verpasst. Sehr schön übrigens. Niedrige Bedrohung, alles niedrige Bedrohung. Nahkampfinfanterie, niedrige Bedrohung. Läuft. Dafür sind die wahrscheinlich. Du auch nicht. Krieger! Angriff! Langbogenjäger! Wenn ihr euch jetzt endlich mal hinstellen würdet. Irgendwie wollen die heute nicht. So, El General muss sich jetzt gerade verteidigen. Kurz schauen. Mal hier ein bisschen aufräumen. Okay, dann liegt es im Rücken hier. Als hier sowas passiert, ist ja fast Unordnung in den Reihen. Ihr habt unsere Sperre! Sperre! Pfeilformation! Krieger! Angriff! So, währenddessen brauche ich nochmal die Bögen, damit die hier nochmal helfen. Wir sehen hohe Bedrohung. Ist nicht so cool. Und die Bögen. Kümmere dich bitte um die. Kann ja nicht sein, dass die hier auch noch existieren. Dass die hier so dezimiert sind, ist glaube ich auch nicht. Warum? So. Kinders. Krieger! So. Hier sind alle vertrieben. Alle tot? Jo, alle tot, alle vertrieben. So, dann sichern wir hier mal alles ab. Vorwärts!
und auch den nächsten Blutgeschworenen werden jetzt hierhin beordert. Dessen überlege ich mir mal, wie ich hier meine Bogen aufstelle. Meine Bögen. Am besten dahin. Ach, dass die meine Bogenschützen angreifen müssen, ist gar nicht gut. So. Auf sie. Cool. Ja, das war's schon. Die sind auch weg, die haben auch keinen Bock mehr. Ups, das kann man verhindern. Nasenjucken verhindern, ging nicht so ganz. Tor ist gleich unter meiner Kontrolle. Noch sind die Leitern hier. Krieger! Am wichtigsten. So, jetzt gehört mir das Ding und die Feinde werden angegriffen. Kämpfen die immer noch oder ist das jetzt nur... Die Kämpfer sind bereit. Das ist jetzt nur ein blödes Rumstehen. Krieger! Und das war's schon. Sehr schön. Entscheidender Sieg gegen die gallische Konföderation mit nur 1034 Verlusten und ihm dafür mehr als die Hälfte der Männer geraubt. Sehr schön. Leichte Kavallerie schlägt. Leichte. Zack, und den Hals. Sehr schön. Besetzen natürlich. Nichts geht ohne Besetzen. Die Wall Street geht nicht ohne Occupy Wall Street. Ja, der war jetzt echt unterirdisch. Was haben wir denn? Brunschild, was haben wir hier noch Wichtiges? Komm, wir können nicht alles machen. Abreißen. Ich will hier Ordnung reinbringen. Öffentliche. Also ARD und ZDF. Möchte ich da beide etablieren. Hatten wir hier unten was? Ja, hatten wir. 3 öffentliche Ordnung. Ich krieg plus 4. Minus 4. Mäh. Naja. An der Stelle speichern wir mal. Ich würde schon mal sagen. Das würde ich sagen. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder in einer nächsten Streaming-Session. Jetzt ist er gerade bei mir weg gewesen, weil Spiel beendet. In einer nächsten Streaming-Session. Oder wann immer es geht in einem LP. Also, da sehen wir uns bisher noch nicht, aber ihr könnt mich hören. Das ist schon, ist auch mal was. Und ich gehe jetzt irgendwann mich auch mal wieder rasieren und mal wieder Haare schneiden. Sage ich auch schon seit ein paar Wochen. Na egal. Bis dahin. Von mir war's das. Haut rein. Hat Spaß gemacht. Bis dahin. Wir sehen uns und genießt Weihnachten, falls wir uns bis dahin nicht mehr sehen, was ich nicht glaube. Aber genießt es trotzdem. Bis dahin. Haut rein.